Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind wieder im verschneiten Orsinium. Letzte Folge haben wir uns ja Horn of the Reach, das DLC, zumindest schriftlich ein bisschen angeschaut. Und auch das Haus, was da war, das neue Eigenheim, was ihr da jetzt kaufen könnt. Und in der Folge jetzt, wie angekündigt, werden wir ein bisschen Berufe machen. Normalerweise sollte ich das zwischen den Folgen machen, aber das haben wir jetzt so lange schon nicht mehr gemacht. Dafür müssten wir jetzt erstmal einen Kollegen finden, der uns jetzt hier Quests gibt, ne? Also ein Auftragsbrett. Haben wir hier ein Auftragsbrett? Meine hier unten irgendwo. Da leuchtet was blau. Dann lauf mal. Taschen leer machen müssen wir auch. Sollten wir mal wieder. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch alle Handwerksschriebe kriegen. Schreinerei, Schneiderei. Alchemist jetzt unbedingt nicht. Verzauberer, Versorger. Ja, könnten wir. Ich muss mir das direkt aufschreiben. Was soll man herstellen? Was soll man herstellen? Was soll man kochen? Was soll man kochen? Goldlager 1. Und Karottensuppe war das, ne? Ekelig, Karottensuppe. Ah. Aber wir brauchen noch das Wichtigste, Schreinerei und... Reit mal rum, hier müsst ihr irgendwo... Da sehen wir, da ist das. Ne, Ausrüstung, okay. Sind also markiert. So, die Schneiderei nehmen wir mit, die Schmiede nehmen wir mit und Schreinerei nehmen wir mit. Schneiderei, Schreinerei und Schmiede. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hotahü müssen wir auch noch machen. Wir sollen schneidern, schreinern. Dann würde ich sagen, hinter uns. Mit. Hier? Reinhammerschmiede, okay. Ja, Berufe leider ver... Oh, die haben es aber schick hier. Berufe leider in der letzten Zeit sehr vernachlässigt. Also wenn du da draußen jetzt mit Teso anfängst oder mittendrin bist und vom Level her noch... Ich bin ja Level 34 noch vor mir bist. Macht die Berufe-Quest, weil ihr müsst. Also das ist wichtig. Das ist so immens wichtig. So, wir sind jetzt an der Schmiede. Wir analysieren erstmal ein bisschen. Können eine Waffe oder Rüstung. Ist eigentlich die Jacke wie hier oben. Weil wir tragen ja nur leichte Rüstung und mittlere Rüstung, wenn überhaupt, glaube ich. Oder ein Teil schwerer. Was können wir denn überhaupt? Passgenau. Verstärkt passgenau. Göttlich ist so das Optimum von allem. Erfüllt. Passgenau. Erfüllt. Wo war erfüllt hier? Das war, waren das die Hosen? Ja. Dann werden wir das analysieren. Dankeschön. So, und den restlichen Kram, den können wir normalerweise verkaufen, aber fürs Verwerten kriegen wir ja auch noch XP. Da hätten wir eine blaue Waffe. Verwerten und ist da geht der Balken oben nach oben. Da geht der Balken. Ja, du verstehst mich schon. So. Level 11. Oh Gott. Wir sind so schlecht. Fast zwei Level damit gemacht. Sehr nice. So, analysiert haben wir alles. Jetzt müsste ich noch mal kurz schauen in die... Was will er denn? Stahl... Also ich schreibe mir das wieder auf hier, ne? Stahl-Biedenhändler. Biedenhändler. Bräuchten wir zwei... Stahlpanzerschuhe. Panzerschuhe... Auch zwei. Und die Stahl Hänsel. Ich will den Hänsel. Nee, das war's.
Entschuldigung. Stahl Hansen. Auch zwei. Gut. Dann gehen wir Russ. Ich hoffe, dass wir die Mats dafür haben, weil. Kronen-Mimenstein. Ihr könnt einen Kronen-Mimenstein bei der Herstellung von Gegenständen in euch bekannten Stilen als Ersatz für beliebige Stilmaterialien verwenden. Wählt einfach den erlernten Stil aus und aktiviert will ich ja nicht. So, Biedenhänder ist so eine Waffe, ne? Keule, Schwert, Streit, Kolben, Biedenhänder. Aber aus Stahl. Stahl-Biedenhänder. Ja, davon brauchen wir zwei. Und noch einmal. Gibt er sich damit zufrieden? Sagt die Quest irgendwas? So, ja. Panzerschuhe. Panzerschuhe, Stahlbarren. Davon auch bitte zwei. Und Stahlhänzen. Wir warten mal, ob es das Richtige war jetzt. Ja. Und das sind die Hänzen, davon bitte auch zwei. Es würde mich mal interessieren, wenn wir die Barren herstellen, die Stahlbarren. Kriegen wir dafür auch XP? Das weiß ich gar nicht mehr. So, die Quest haben wir ja fertig. Hinzufügen. Veredeln. Also bei Feineisenerz. Weiß ich nicht, ich muss nochmal genau hingucken. Sieht nicht so aus, als wenn sich da was tut. Und bei dem Orikalko-Erz. Nö. Also fürs Veredeln kriegen wir wohl keine XP. Schade. Aber wie gesagt, Schmiedekunst ist jetzt nicht so immens wichtig. Von daher. Gehen wir jetzt ans Wichtigste, das müsste Schneiderei müsste ja auch hier sein, ne? Oder ist jetzt hier nur Schmiede, Schmiedegedöns? Ne, das sieht. Oder ist das Schreinerei hier? Was ist das? Schreinerbank, okay. Das ist für uns auch immens wichtig. Da schauen wir mal, was wir analysieren können. Erstmal. Ja, ist nicht viel. Blitzstab, gut. Blitzstab. Blitzstab mit dem Heilen, wenn ich wir heilen ja eigentlich mit dem. Feuerstab. Aber wir analysieren es jetzt trotzdem. Da will er keine haben. Mehr können wir ja. Oder warte mal. Rüstung war aber jetzt hier nur Schilde, ne? Ja, ne, brauchen wir nicht. Dann machen wir den Blitzstab. Und zack. So, wir können verwerten. Hinzufügen, verwerten. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass wir jetzt nichts Gutes wegtun. Flammenstab zweihändig. Den können wir verwerten. So, dann hätten wir einen Blitzstab. Da müsste ich mal eben schauen, ob der jetzt nicht besser ist als den, den wir jetzt schon haben. Blitzstab F8, den haben wir jetzt. Nö, den können wir also mit ruhigem Gewissen können wir den verwerten, hinzufügen, verwerten. So, analysieren haben wir jetzt. Läuft 10 Stunden. Okay, Rüstung. Können wir jetzt nicht machen, dann können wir jetzt verwerten. Wir haben keine Waffen und wir haben ein Schild. Bitte sehr. Level 14. Analysieren, Blaupausen. Wir schauen uns eben ins Questlog. Und dann muss ich mir das wie immer aufschreiben. Die Schreinerei. Mal, wir sind so low, wir müssen noch die Eichensachen herstellen. Ne? Eichen. Flammenstab. Zweimal. Ne, dreimal. Dreimal. Roststäbe. Dreimal.
Eichenblitzstäbe. Auch dreimal. Gut. Dann mal los, mein Freund. Herstellen. Flammenstab. Ahorn, Eiche. Da können wir aber jetzt mal ein anderes Stilmaterial nehmen, weil das geht uns langsam hier aus. Einmal herstellen. Zweimal herstellen. Dreimal herstellen. Eichenfroststab. Einmal herstellen. Zweimal herstellen. Dreimal herstellen. Dann kriegen wir jetzt nicht so viel XP fürs Herstellen. Und Blitzstab. Einmal. Zweimal. Ja, wir müssen veredeln. Eiche. So. So geht das. Komm. Keine Zeit. Muss hier zügig vorangehen. So, jetzt hätten wir das und wir brauchen nur einen Blitzstab, ne? Einen einzigen. Schauen wir mal eben. Was sagt er? Gut. Okay, dann haben wir Schmiede fertig, Schreinerei fertig, Schneiderei. Jetzt wird es interessant, dafür müssen wir aber die Schneiderei, ich glaube, wir müssen erstmal raus hier. Wo müssen wir denn hin? Wo ist die Schneiderbank? Da oben. Wo sind wir hier? Da oben? Hier sollte es sein. Schneiderei Kaltschnapp. Okay. Gut. Dann analysieren. Jetzt wird's interessant. Belebend. Erhöht Lebensmagika und Ausdauerregeneration. Ja, also das ist göttlich. Das ist das Nonplusultra. Das müssen wir haben, aber ich glaube, die Rüstungsteile mit göttlich zu finden, da glaube ich, da müssen wir wohl eher ins Auktionshaus gucken. Passt genau. Erfüllt. Das ist jetzt Leder. Da können wir... Was können wir denn da herstellen? Belebend. Der Gürtel erfüllt. Erhöht den Effekt von Rüstungsverzauberung. Ist schon mal... Den behalte ich mal im Auge. Schultern? Nein. Robust beim Blocken? Nein. Der Hut? Das sind so die Standarddinger, die wir jetzt hier haben, ne? Gut, also Schuhe oder ich würde sagen, wir nehmen den Gürtel. Teil von einem Set, wovon wir auch schon Teil... Ja, egal, komm. Wir brauchen es ja. Gut, dann können wir verwerten. Oh Gott, jetzt muss ich noch aufpassen, weil wir haben... Die können wir sowieso noch nicht anziehen, erst beim nächsten Level. Also graues Zeug, denke ich mal. Wir schauen mal eben durch. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Mist mache. Kennst mich ja. So. Die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Verzauberung 347 maximales Leben. Mehr Leben, ja. Mehr Leben. Mehr Leben.
Rüstungsverzauberung, Baumwollhut der Ausdauer, der kann weg. 33. Ja, die könnten wir mal ausrüsten. Die organische Kettenpanzer 1268 ist besser als das. Was wir jetzt anhaben, ne? 445 Mag. Ja. So, Torso leichte Rüstung. Handschuhe des Träumers. Diesen. Ja. Und das ist der Gürtel. Da tragen wir gerade einen schweren. Die können wir noch nicht anziehen, die behalten wir auch noch. Das ist jetzt mittlere Rüstung und das ist das. Okay. Das heißt, verwerten. Das kann alles weg. Baumwollhandschuhe der Ausdauer weg. Das kann, kommt auch weg, ne? Muss nur die Schuhe und die Schultern, die müssen wir verwahren. Sehr schön. So. Level 14, fast Level 15. Und jetzt wollen wir aber auch bitte herstellen. Nein, wir wollen nicht veredeln, wir wollen herstellen. Dafür müsste ich aber jetzt wieder ins Questlog gucken, Explorer. Schneiderei, Flachsschuhe. Flachsschuhe. Zweimal Hüte. Zweimal. Und Schärpe. Ich glaube, die haben ein Rattenproblem hier. Schärpe. Zweimal. Okay, gehen wir bitte raus jetzt. Zack. So, Flachsschuhe. Jute, Flachs. Dann nehmen wir dann wieder hier den Mondstein und kriegen wir mehr XP, wenn wir da jetzt irgendwas hier mit, lass mal gucken. Nö, da tut sich gar nichts. Okay, dann lassen wir es auch weg. Und stellen nochmal zwei Schuhe her. Ne, einmal. So, Quest fertig. Kollege? Ja. Hüte. Flachs. Bitte sehr. Zweimal. Und die Schärpe. Gut, dann werden wir auch direkt nochmal veredeln, damit wir beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, nicht wieder das gleiche Problem haben. So, dann müssen wir noch kochen. Gut, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Level 15 Urania. Da war der Ausgang. Können wir das übrigens dann auch hier abgeben? Dann gleich mal schauen. Wo dürfen wir denn kochen? Hier oben ist Hotahü, da muss ich noch hin. Da dürfen wir kochen, ne? Markieren wir mal eben. Dann rufen wir unser Hotahü. Wir müssen hier hoch. In die hiesige Kneipe. Eckschenke des Königs. Wo dürfen wir denn hier kochen? Hier oben nicht. Bestimmt unten. Hallo? Feuer. Feuerstelle. So, einmal Goldlager war das, ne? War das ein Getränk? Goldlager. Da ist es. Einmal Goldlager herstellen.
Karottensuppe. Fleischgerichte, Fruchtgerichte, Gemüsegerichte. Karottensuppe. So. Schauen wir nochmal ins Questlog. Markieren dann eine Quest und dann sehen wir, ob wir es hier abgeben können. Uns fehlen noch Schuhe. Was ist da los? Fertig, fertig, fertig. Okay, dann müssen wir nochmal eben Schuhe. Hättest du aber sagen können, bevor ich losgelaufen bin. Cool. Menno. Der Schmied, Schneider, nein. Das war jetzt hier rum. Das ist aber der Schmiedegedöns, ne? Nein, nur Schmiede. Hier sind wir falsch. Wir müssen hier außen rum, ne? Da oben. Dann haben wir das auch schon. Können wir die Quest abgeben? Wo war denn jetzt der Eingang hier? Freunde? Wo ist die Tür? Da ist die Tür, aber das ist das falsche Haus. Das ist unser Objekt der Begierde. Die Schuhe fehlen. War ich wohl ein bisschen zu schnell. So, herstellen. Stiefel. Hallo? Haben wir kein Flachs? Wir haben nur Flachs gerade eben hergestellt. Ach so. Jetzt. Sehr schön. Jetzt ist die Quest aber fertig, ne? Gut. Beliefert sofort das Vorratsdepot der Allianz. Wo ist denn das? Wahrscheinlich nicht in Orsinium. Da würde ich sagen, dann machen wir das Hotahü eben. Dann werde ich mich nach der Folge nach Glenubra wieder zurückporten und dann machen wir in den nächsten ein, zwei Folgen mal wieder ein bisschen Hauptquest weiter. Dass wir da auch vorankommen. Wo ist Hotahü? So. Na, hat da wieder einer geklaut? Wo ist denn die Tante? Die Frau mit die Pferde, wo ist sie? Da unten? Okay. Wie dezent er die Treppen runterreiten kann. Dann werde ich, wenn ich in Glenubra bin, schon mal Taschen leer machen. Eventuell mal ein bisschen Bankplatz erhöhen oder so. Müssen wir mal schauen. Da unten war das, ne? So, Dumoka. Die Clanshäuptlinge müssen bald mit dem König zusammenarbeiten. Denn sonst wird diese ganze glorreiche Stadt unter ihrem eigenen... Ja. So, Ausdauer, Geschwindigkeit. Ja. Oh, ein bisschen Geschwindigkeit. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich porte mich jetzt nach Glenubra, mache Taschen leer, gebe die Queste ab. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, was wir da als Belohnungsloot gekriegt haben. Das sind ja meistens Handwerksmaterialien, wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwas Besonderes, ich habe keine Ahnung. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Hauptstory weitermachen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao ciao.